Hallo YouTube, heute will ich euch mit euch etwas über den unelastischen Stoß sprechen. Und ich habe die Gesetze vom letzten Mal, also der Impuls bleibt gleich, die Summe aller Impulse bleibt gleich und die Summe aller Energien bleibt gleich, leicht anders dargestellt, einfach nur um sie etwas besser darzustellen, etwas verständlicher darzustellen. Und zwar sagt das hier einfach nur, dass die alle Impulse mit der Zeit gleich bleiben. Das heißt, P ist gleich P' nach einer Zeit. Und mehr sollen diese beiden Phrasen hier eigentlich auch nicht aussagen, und zwar, dass das nochmal die Gesetze vom letzten Mal sind. Um jetzt aber den unelastischen Stoß zu besprechen, sollten wir erstmal herausfinden, was denn überhaupt ein unelastischer Stoß ist, wenn schon der Name allein so schwer ist. Wir haben zwei Objekte, sonst würde es nicht Stoß heißen. Und das eine Objekt ist relativ schnell, das andere Objekt ist relativ langsam. Und diese Objekte werden sich jetzt irgendwann treffen. Und was beim unelastischen Stoß passiert, ist, sagen wir mal, sie treffen sich ungefähr hier vorne, ist, dass die zusammenklumpen. Das heißt, anstatt dass sie irgendwie voneinander abprallen, klumpen sie zusammen. Und fahren dann sozusagen zusammen weiter. Mit einer Geschwindigkeit V', die die Geschwindigkeit von beiden zusammen ist. Und nun wollen wir uns angucken, wie Impulserhaltung und Energieerhaltung hier wirken. Und zwar erste Sache, die wir uns aufschreiben können, sind die Impulse. Wir gehen davon aus, dieses Objekt hier hat eine Masse 1, dieses Objekt hat eine Masse 2. Und schon kommen wir an den ersten Punkt, wo wir uns nachfragen, wo wir uns überlegen müssen, was ist die Masse dieses Objektes hier? Nun ja, es ist Objekt 1 und Objekt 2 zusammengeklumpt, also wird es wahrscheinlich auch die Masse haben, Masse 1 plus Masse 2. Es ist wirklich schwer, so klein zu schreiben. Aber ich versuche mein Bestes. So, Masse 1 plus Masse 2 sind beide aufeinander geklumpt. Also ist auch dieses Objekt hier die Summe beider Massen, hat die Masse die Summe beider Massen. Und wie man das jetzt aufschreiben kann, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, ist, wir haben diese Formel P gleich P'. Was natürlich nur eine kurze Notation ist und nicht wirklich das ganze Gesetz beschreibt. Und was ist unser P auf der, bevor die beiden aufeinander stoßen? Nun ja, unsere Impulse sind M1 V1 vom ersten Objekt und dazu kommt M2 V2 vom zweiten Objekt. Das heißt M1 V1, M2 V2. Und nachdem sie zusammengeprallt sind, haben Sie die Masse M1 plus M2 und die Geschwindigkeit V'. Was können wir zu den Energien sagen? Ja, Energie ist gleich Energie nach einer Zeit. Nun, man könnte zuerst vermuten, nun ja, ein halb M1 V1 Quadrat plus 1 halb M2 V2 Quadrat ist gleich 1 halb, also die kinetischen Energien sind alle gleich, 1 halb M1 plus M2 mal V' Quadrat. Nun, das ist aber nur die halbe Miete, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben. Und zwar ist es nämlich so, dass wir beim unelastischen Stoß noch eine Verbiegungs- oder thermische Energie hier hinkriegen. Dieser Stoff wird unmerklich aber schon leicht wärmer sein oder verbeult sein. Und das drücke ich einfach mal aus durch ET, Wikipedia drückt es aus durch ein U, es gibt andere, die drücken das aus durch ein Delta E. Und ich werde einfach mal bei diesem ET hier bleiben, weil für mich das so
das Klarste ist, was man sich so am leichtesten merken kann. Und hier unten habe ich eine 2 vergessen, tut leid. Und eine Sache, die man sich merken kann, ist, dass wenn man die Impulse von vorher weiß, kann man sich die Geschwindigkeit dieses Körpers von nachher ausrechnen. Und das machen wir mal eben. Wir wissen, dass V' ist gleich mal das Ganze ist gleich das hier. Das heißt, wir müssen M1 V1 plus M2 V2 M2 V2, weil wir aber hier vorne mal das gerechnet haben, können wir auch durch das Ganze dividieren, durch diese ganze Klammer hier. Und die schreiben wir dann einfach hier drunter. M1 plus M2. Wichtig, das kann man hier nicht einfach so kürzen, weil es Summen sind und durch Summen kürzen nur die Dummen. Das heißt, hier vorne haben wir dann, oh, Entschuldigung, haben wir dann sozusagen eine generelle Formel aufgestellt, wie die Geschwindigkeit sich nachher verhält oder nach dem Stoß, wenn wir wissen, was die Massen sind und was die einzelnen Geschwindigkeiten sind. Nun, man kann auch diese thermische Energie hier ausrechnen, diese ET oder U, wie Wikipedia es nennt. Das ist aber relativ kompliziert. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen für die, die es interessiert. Für die, die es nicht interessiert, sollten wahrscheinlich einfach zum nächsten Video weitergehen. Für dieses Video war es das nämlich schon. Das war nämlich schon der ganze unelastische Stoß. Nur dieser Ansatz hier, der wichtig ist, also das hier und dann halt die Formel, die wir daraus abgeleitet haben. Und das war eigentlich schon so ziemlich alles, was man zum unelastischen Stoß sagen muss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.